Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Train Station. Man sieht, ich habe wieder mal ein bisschen gelevelt, ein bisschen gespielt. Ich bin jetzt Level 72 und mein Geld hat rasch abgenommen. Ich habe mir natürlich wieder ein bisschen viel gekauft. Man sieht auch, ich habe einen neuen Hintergrund. Der sieht sehr schön aus. Muss ich ehrlich mal sagen. Außerdem habe ich ein paar Aufträge erfolgreich gemeistert und habe dafür diese olympischen Ringe, diese, ja, wie nennt man das? Achterbahn war es. Achterbahn bekommen. Ja, und jetzt wollen wir einfach mal schauen. Wir werden bestimmt erstmal die Loks abfertigen. Ich habe dazu auch noch viele neue Loks gekauft, bekommen. Ja, schauen wir mal rein. Was haben wir neu? Die Diesel-Lok haben wir neu. 7 Waggons, das ist schon cool. Man bekommt ja einen Bonus von 40% bei einer Diesel-Lok. Von daher auch eine tolle Sache. Hier noch eine neue Lok, die kenne ich ja noch gar nicht. Warum habe ich die noch nicht genommen? Das ist eine Elektrolok mit 10 Waggons. Ist für mich sehr viel, denn meine Loks haben, also meine Elektroloks haben ungefähr so 7 Waggons, können die nur anhängen und 10 ist natürlich schon besser. Da bekommt man 100%igen Profit dazu. Ja, was haben wir denn noch Neues? Ja gut, die Diesel-Lok ist eher uninteressant. Ach so, eine neue Lokomotive habe ich auch, eine Dampflok. Also sie kann 12 Waggons nehmen. Aber das Coole daran ist, sie hat zwei Zugloks, also Loks, die ziehen, zwei, ja. Wusste jetzt nicht, wie ich das ausdrücken sollte. Bin ein bisschen krank, sage ich mal so. Ist ja auch schon Herbst, ja. Da fängt die Zeit wieder an. Schauen noch mal ganz kurz durch, was wir noch so haben. Nix. Gut, okay. Dann werden wir erstmal schauen. Es blinkt ja auch schon hier oben, dass hier die ganzen Züge anstehen. Das werden wir erstmal machen. Wie immer, wir fangen von hinten an. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ja. Der Ton hat sich hier ein bisschen verabschiedet. Das liegt allerdings nicht am Spiel. Das liegt irgendwie daran. Dass mein Laptop oder mein Browser ein bisschen rumspinnt. Ich werde mir mal das Problem da angucken. Aber erstmal machen wir hier mal ein bisschen weiter. Es geht auch ohne Soundeffekte. So kann man wenigstens mal. Jetzt geht's ja schon. Wie viel nehmen wir denn? Eine halbe Stunde, ja. Dann schicken wir den auch nochmal weg. Ja, was ich sagen wollte, dann kann man nochmal ein bisschen erzählen dazu. Sonst muss man jedes Mal aufhören, sonst hört er mich nicht. Man sieht, ich habe angefangen mal ein bisschen. Was war denn das, ey? Man sieht, ich habe hier ein bisschen dran gearbeitet, dass meine Postumschläge, dass ich die endlich loswerde. Ich brauche natürlich ein bisschen Kohle. Ich habe mir mal ein paar mysteriöse Geschenke gekauft. Da ist da immer gute Loks nach Zufallsprinzip gibt oder Material oder
XP, Diamanten, was nicht alles Geld, ja. Und ich habe es eigentlich auf einer Lok abgesehen. Ausgesehen. Was haben wir denn hier? Wie viel hatten die? 11. Na gut, die können wir nicht nehmen. Ich würde schon gerne ein Zehner gegen ein Zehner tauschen. Ah, jetzt. Das ist bestimmt ein Zehner. Den packen wir ins Depot. Den tauschen wir gleich erstmal aus. Sobald die anderen Loks durch sind. Hier, das ist die neue Lok. Mit den, gut, die beiden neuen Loks, die einziehen. Sagen wir mal. Einfach so. Ich habe auch schöne neue Waggons bekommen. Durch Aufträge. Die sind momentan, ach, die sind schon wieder zurück, sehe ich. Sieht man hier, wenn der internationale Zug zurück ist, leuchtet hier weiß auf. Jo. Ah, hier sieht man auch noch mal. Na gut, das ist egal. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Na gut. Ich hoffe, das klappt. Alles klar. Ja. Ich habe hier natürlich auch ein paar Missionen oder Quests gelöst. Schon. So dass ich wieder ein paar schöne Hänger bekommen habe. Zum Beispiel auch Stahl. Bringen immer noch einen extra Bonus dazu. Das benötige ich gerade sehr, da ich mir einen neuen Hintergrund geholt habe und der hat mächtig reingehauen. Das können wir gleich nochmal sehen. Schicken wir erstmal los die Züge. So, hier habe ich auch eine neue Lok. Ich glaube, das war's schon hier. Eine Elektrolok. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz die eine Lok umtauschen, editieren. Zack, raus mit dir. Elektro, sehen, sehen, alles klar, zum Bahnhof. Da ist. Das bringt natürlich wieder richtig schön viel Sprit rein. Der ist bei mir natürlich auch ganz schön weit runter schon. Den benötige ich für ein neues Quest oder eine alte Mission. Den königlichen Zug. Der ist ja erst dann vorbei, wenn du die ganzen Gebäude hast. Ich habe ja zum Beispiel bloß diesen Turm. Dazu gehören noch zwei Gebäude dazu und dann müsstest du noch eine zweitägige Fahrt machen. Hier sieht man zum Beispiel, Schotter hatte ich vorher knapp 100.000 oder 110.000. Ja, jetzt sind noch 3.000. Als ich reingeschaut habe, waren es nur noch 100. Schotter, Anzahl 100, ja, 100 Kilo oder was? 100 Tonnen. Stahl hat auch ganz schön abgenommen. Zement ist schon wieder ganz hoch, aber dafür ist der Stahl weg. Ich bräuchte nochmal 90.000 Stahl, um mir denn dieses eine Gebäude zu kaufen. Ach nee, es war ein Gleis, glaube ich. Aber es hat alles ein bisschen drunter gelitten. Wir gucken mal nach. Shop. Was war denn das? Ich glaube, das war das Gleis. Ach, das ist. Egal. Viertes Gleis, ja, Atom. Brauchen wir noch. Ich wollte mir mal ein viertes Gleis holen. Da ich ja diesen Zugslot dazu bekomme. Ach, was mache ich denn hier? Nein. Ja, was wollte ich jetzt gucken? Material. Ja, dauert noch. Ist doch schon mal scheiße. Gut, hier machen wir erstmal nochmal schnell Post einsammeln. 500.000 ist natürlich schon wohl. Ist gut die Hälfte weg. Falsch geklickt wieder. Da waren wir wieder zu schnell. Mitklicken. So schnell konnten wir gar nicht die Maus rüberziehen.
Man sieht, hier ist natürlich noch eine Menge frei. Ich hoffe, das ändert sich bald. Ja, 60 Diamanten gibt es dann auch nochmal so ein mysteriöses Geschenk. Das ist eher ein Container. Da sind denn die ganz großen Loks drin mit 21 oder 27 Waggons. Darauf spare ich gerade hinaus, sieht man vielleicht. Jetzt wären die schon längst weg wieder für neue Waggons. Das sind ja so Diesel-Loks, 40%, oder auch Elektro mit 100%. Und darum vielleicht mal ist das ganz cool, wenn man noch mal ein bisschen spart dafür, um dann natürlich den bestmöglichen Profit oder das oder am schnellsten zu leveln oder mehr XP rauszuholen und natürlich auch dafür sein Lager natürlich zu lernen. Jetzt ist bei mir nämlich auch schon mal eine Knappheit dran. Oder Platz natürlich wieder enorm kleines und ich viel brauche, das gar nicht mehr reinpasst. Und eine Erweiterung ist auch wieder arschteuer. Darum irgendwo noch irgendwelche Waggons anhängen, damit das leer wird. Ich habe mir auch angefangen, mein Depot vollzustellen. Mit Zügen wahllos einfach zusammengebastelt, damit ich Platz reinkriege. Und aussortiert, was ich jetzt unbedingt brauche, das habe ich behalten und den Rest einfach weg. Und muss es mir dann halt später neu kaufen, aber das ist dann auch unsinnig, weil du dann wieder einen Haufen Kohle verlierst, was du am Ende wieder brauchst. Jo, jetzt wollten wir mal schauen auf die Verträge bei Fritz haben wir. Da müssen wir nochmal einen Zug hinstellen. Ich habe mir jetzt auch eine Erweiterung bei den internationalen Slots zugelegt. Ach hier hatte ich für die letzte Mission 30.000 bekommen. Die haben gut reingehauen, ein Level reingezaubert. Jetzt muss ich 6 Elektrozüge hinschicken, um einmal einen Diesel-Lok zu bekommen mit 9 Waggons. Ist auch wieder ein Highlight. 9 Waggons. Wir sind mehr bei 6 oder 7 Waggons wieder. Nur. Darum 9 oder 10 kann man nichts falsch machen. Ja, was haben wir denn noch hier? Wen hatten wir denn noch zu betreuen? Unseren anderen Typen hier. Der braucht bestimmt auch nochmal. Genau. Die schicken wir jetzt einfach. Die habe ich schon vorgebastelt. Die waren schon unterwegs. Die schicken wir denn. Genau, ich habe jetzt einen Zugroutenplaner organisiert und hier kommt gerade ein internationaler Zug rein. Neben Bahnhof. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Genau da drauf. Und den hier. Die bekommen dann genau die gleiche Anzahl. Aber er fährt beide ab und so habt ihr schon mal ein paar Missionen, also zwei Missionen zugleich mit einem Zug gemacht. Und das ist vielleicht auch sehr sinnvoll, wenn man das nimmt. Wenn ich hier immer diese schönen Waggons sehe, gucke ich ab und zu mal rein in den Shop, aber dann sieht man, dass es die erst ab Level 174 gibt, diese großen, wirklich großen, wo richtig viel reinpasst und womit du richtig viel umsetzt. Aber da bin ich schon lange nicht. Aber bis dahin wird natürlich ordentlich ausgesorgt. Ah, hier ist irgendwas mit Post. 10 Millionen Postumschläge liefern. Ja, gut. Das haben wir ja nun bald geschafft. Haben wir denn hier schon was? Nee, eigentlich dürfte nichts sein. Bei dem auch nicht, nee. Scheiße. Bei dem hier auch nichts. Wenn der vorüber ist, dann bin ich glücklich. Das ist eine ewige Mission. Ja, was wollten wir noch machen? Geschenke? Haben wir Geschenke? Nein, natürlich nicht. Ah, wir können ja mal Geschenke losschicken. Schenken? Was schenken wir den Leuten denn? Ich habe natürlich jetzt alles zur Auswahl, weil ich einen relativ großen Rang bin. Wir können ja auch sehen, was es an dem Tag davor gab oder was es am Mittwoch gibt. Oder am Donnerstag oder am Freitag oder am Samstag oder Sonntag.
Und heute schenken wir den Leuten einfach mal was Sinnvolles, und zwar ein Tulpenfeld. Machen wir einfach mal. Ich klicke hier ganz bewusst immer die Leute an, die keine Liste hinten dran haben. Weil das sind die Leute, die. Ups. Alles klar, der kann wieder raus. Das sind die Leute, die vor kurzem online waren, also aktiv in dem Spiel dabei waren. Und ich sehe es nicht ein, warum ich andere Leute denn was hinschicken sollte, wenn die sowieso nicht aktiv sind. Ist ja Quatsch. Das braucht man nicht. Von daher. So. Jetzt nochmal Erfahrung. Nee. Ach, ins Museum können wir nochmal kurz gucken. Wie viel haben wir denn schon? Sieht man das? Oh, falsch. Aber irgendwo war eine Mission, wo ich. Upsala, falsch. 89. Was ist denn hier? Sammle 85 verschiedene. Erst 57, das dauert noch eine Weile. Also mal wieder eine ganze Weile damit beschäftigt. Es gibt auch eine Mission, wo du 20 Missionen machen musst, die 4 Sterne haben. Dafür gibt es nochmal eine Auszeichnung. Ich suche die gerade. Oh, ich glaube, die war ganz hinten. Nee. Ja, vollende 20 Vier-Sterne. 20 Vier-Sterne. Da bekommt man dann einfach mal eine Diesellok mit 14 Waggons. 14 Waggons sind schon echt viel. Ach so, ich wollte euch noch mal zeigen hier. Die Loks, wir gucken mal bei Dampflok. Da bin ich jetzt schon mittlerweile bei diesen. Das sind dann einfach mal 900.000, ja. Das Geld muss man erstmal haben. Ich bin bei 200.000. Geht's ja weiter auf 21 Waggons. 24, oh, schon eine ganze Menge. 32 muss man sich mal vorstellen. Und ganz hinten die Loks, mal gucken, schauen wir mal. Was haben wir hier? Level 320. 90 Millionen. Das ist eine Summe, ja. Müssen wir mal ganz kurz in die Stadt. Und die Loks wieder zu leeren. Damit die wieder zurückkommen. Und in der anderen Stadt ist bestimmt gerade. Sind die Dieselloks und Dampfloks. Den dürfen wir bestimmt noch zu den Frachtdogs, oder? Nee, noch nicht. Ach, bloß eine Dampflok. Ist wieder schön extra Kohle. Muss sein. Bin jung und brauche das Geld. So. Genau. Auf das Ho auf Home. Home. Was haben wir denn hier? Sonderangebot. Achso, wir wollten ja. Oh. Ich wollte mal schauen und müssen jetzt in die Frachtdocks. Ja. Kann man nicht ändern. Da kommen jetzt bestimmt noch mehr Züge. Dann bleiben wir gleich hier drinnen. Oh. Die Elektrozüge sind angekommen. Oder eine Diesellok? Nee, ein Elektrozug. Zug. Zock. Zock. Ein Zocker. Das hat immer so wenig Waggons, das ist scheiße. Schauen wir mal. 14 Sekunden, die können wir doch noch warten. Das ist wieder Stadt, Stadt, Stadt.
Ja, wenn wir die AP fertig haben in der Stadt. Und dann kommen wir gleich wieder in die Frachtdocks. Ja, hier seht ihr, was euch dieser Mr. Bill schon geschickt hat, alles an Diamanten. Eine Zusammenfassung. Ich finde, braucht man nicht unbedingt. Guckt sowieso nicht rein. Aber wer es braucht, okay. Machen wir noch schnell leer hier. Haben wir den jetzt leer? Jo. Achso, brauchen wir gar nicht draufklicken. Hier, die Waggons sind auch neu. 7000 Briefumschläge pro Waggon, das ist schon eine ganze Menge. Da schaffst du ja schon mal ganz schön was weg und holst auch ganz schön viel Geld rein. Und leider habe ich davon nur zwei, ja. Frachtdocks. Oh. Stimme versagt ein bisschen. Ach, wir können ja auch eigentlich vorne anfangen. Brauchen wir nicht immer hin und her scrollen. Ja, das ist der vorletzte Zug. Jetzt dürfte dann noch ein Zug, den wir gerade. Ach, scheiße. Den wir gerade. Genau. Gemacht haben. Umgebaut haben. Ich bin mal gespannt, wie viel es da gibt an Bonus, was der Bonus sein wird. Der wird Sprit sein, ist klar, aber wie viel? Wie viel ich nun damit weggeschafft habe? Weil davor hatte ich ja eine Dampflok und da gab es keinen Bonus und jetzt einfach mal, weil hier hinten auch 70 Prozent hängen und hier 50, 50 und dann 20. Und dann plus diesen 100-prozentigen Bonus. Also, das ist schon mal eine ganze Menge. Dürfte eine ganze Menge sein. Zumindestens. Es lohnt sich dann wieder bei diesen 10-stündigen Fahrten. Da holt man ganz schön Kohle rein. Ich habe bei der letzten Fahrt über 600.000 reingeholt. Und schon mal eine ganze Menge. Und ich habe die Züge noch nicht umgestellt. Werde ich erstmal noch nicht tun. Erstmal ein bisschen runterarbeiten, das mit der Post hier. Das wird sich sowieso wieder läppern. Ja, jetzt nochmal auf die Dieselloks. Was haben wir hier noch? Die 10er. Schauen wir mal weiter. Es gibt auch Spezialzüge. Kann man sich denn holen mit einer Deutschlandflagge drauf? Also komplett in Deutschland. Komplett. So in diesem beliebigen, x-beliebigen Land, wie man möchte. Boah, alter Schwede. Da müssen wir mal ein bisschen zurück machen, ja. Da sieht man, da hängen dann drei Waggons dran und die ziehen 23 und die kosten auch einfach mal 24 Mille oder 30 Mille, ja. Boah, das ist schon eine Menge. Vier Züge. Das ist unglaublich, ja. 74 Mille. Alter Schwede, ja. Die teuerste kostet 500 Millionen Dollar. Das ist hart. Aber 50 Waggons verbraucht 500 Sprit. Na gut, aber dafür schauen wir uns mal das. Oh, die sieht schon jeweils. Sieht ein bisschen wie ein LKW aus. War halt eine Turbine hinten dran, ja. Das ist erstmal krass. Ist auf jeden Fall ein Monster. Was haben wir hier? Nee, zurück. Okay, machen wir mal zurück hier. Elektro. Was haben wir denn da noch? Dann gehen wir mal nach vorne. Da geht es dann auch los hier mit diesen 4er. 36, 35, ja, das höchste sind 40 Waggons, aber das ist dann auch wieder bloß.
Ach doch, der kann beides nehmen, Fracht und Passan. Gibt es 2 Millionen Kauf-EP. Damit kannst du eine Menge leveln. Auf jeden Fall. Aber die gibt es auch erst ab Level 350. Level 400. Man sieht dann auch hier, dass es einfach mal Levels gibt. Da wird man noch nicht so schnell sein. Level 400. Es gibt einige Leute, die sind Level 250 oder Level 300. Habe ich auch schon gesehen. Aber ich weiß nicht, wann ich da hinkomme. Bestimmt erst nächstes Jahr. Ist ja nicht mehr lange. Aber es ist zu schaffen. Und ich weiß, es macht Spaß. Ich habe mit vielen gesprochen. Und es macht denen immer noch Spaß. Und es gibt auch einige, die sind am letzten Level angekommen und warten immer auf das nächste Update. Bis sie das denn haben. Oh, wir kriegen wieder einen internationalen Zug rein. Hier, das sind diese. Ja, wie soll ich sie nennen? Diese komischen anderen Züge, die oben drüber fahren hier. Ja. 13 Waggons ist natürlich nicht viel. Aber für die. Hier sind diese Staatsflaggen-Dinger. Das ist schon geil. 11 Waggons, okay, würde ich in Kauf nehmen. Gibt's auch welche mit mehr Waggons? Nein. Aber nur verschiedene Länder. Deutsch mehr nicht mehr. Ich werde mir bestimmt mal alle Länder durchholen. Wenn das denn irgendwann mal vorbei ist. Jetzt fangen wir schon an zu träumen hier. Ja. Wir lernen natürlich noch die Züge aus. Diese 5 Minuten da, die werden wir bestimmt noch finden. Müssen wir mal den Zug ein bisschen. Gut, der fährt los. Sieht natürlich hammergeil aus hier hinten die Aussicht. Hier noch ein paar Huch, wenn man ein bisschen. Geile ist, das bewegt sich alles mit hier hinten, ja. Bei manchen Spielen ist das natürlich manchmal so. Natürlich manchmal so. Bisschen Sprachfehler wieder, ihr habt hier. Dass das einfach mitgeht, das ist ja scheiße, ja. Aber so sieht man, dass das auch, dass das mit viel Liebe gemacht ist. Und man sieht es ja auch bis ins kleinste Detail, das sieht man auch bei den einzelnen Zügen. Dass ich da, oh, wir kriegen ein Paket. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass hier so ein Paket runterkommt. Meistens waren die Freunde immer wieder schneller und haben meine Pakete genommen. Ja. Es ist schon ewig her, dass ich so ein Paket gekriegt habe. Ich hole sie mir auch mal wieder bei den Freunden ab. Und so läuft das denn halt. Aber das ist cool, wenn man so sein eigenes Paket hat. Ja, was ich sagen wollte, das ist schon mit viel Liebe zum Detail gemacht. Auf jeden Fall. Wir können uns das ja mal gleich anschauen. Bei einer Lok im Shop. Das werden wir jetzt auch mal tun. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Wir werden uns mal eine deutsche Lok holen. Wir schauen einfach mal drauf, wir können uns auch eine andere nehmen. Wir können, ja. Es geht bloß drum. Ah, hier, 16 Waggons. Die haben gut, schauen wir uns das mal an hier. Hier. Ja, gut, hier sieht man das nicht so, aber. Gut, wir nehmen uns eine Dampflok. Da sieht man das auf jeden Fall. Gucken mal beim 12er hier. Hier sieht man das, dass das auch einfach mal ja, sich auch alles bewegt und gemacht ist. Bei vielen Spielen ist das denn einfach hohl oder ein Klotz. Das ist doch wieder blöd. Es muss schon ein bisschen. Es müssen schon ein paar Details drinne sein, damit so ein Spiel auch wirklich Spaß macht. Für viele Simulationsspieler, Player, sage ich mal, Euro Truck Simulator oder die wissen natürlich, was ich meine damit. Da legt man auch sehr viel Wert drauf, wie
wie das Fahrzeug ausgestattet ist. Und so ist das hier auch bei den Zügen. Und die sind auch immer sehr hinterher und es ist wirklich eine sehr gute Qualität, muss ich ehrlich sagen. Sonst wäre ich eben auch nicht so lange dabei. Ich sag mal so, 72 Level sind eine ganze Menge. Und ganz ehrlich, ich sag's euch auch, dass ich bisher noch kein Ende in Sicht habe. Ich denke mal, das werden wir noch eine Weile spielen und es wird noch mehrere Folgen geben, bis einfach mal kein Bedarf mehr besteht oder ja, das Spiel veraltet ist, sagen wir mal so. Oder es macht mir keinen Spaß mehr. Dann hören wir natürlich damit auf und fangen mit was Neuem an. Ja. So, 1 Minute noch. 1 Minute 23. Ah, hier sieht man immer schön noch. Aber ganz ehrlich, ich gucke da unten auch selber nicht drauf, auf meine Materialien. Manchmal ist es so, ich will wissen, was ich brauche noch an Materialien und hole mir diese Frachtwagen und klicke dann immer wahllos hin und her und dabei vergesse ich immer, dass hier unten die Materialien aufgelistet sind. Ach so, wenn man jetzt mal einen bestimmten Zug sucht, ja, hoch. Werden viele nicht brauchen, aber ab und zu vielleicht, um einen Z voll zu bekommen. Was auch wichtig ist, dass man Z fahren lässt. Dafür gibt es auch nochmal spezielle Missionen und Belohnungen und die sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Die Brücke haben sie auch sehr schön gemacht, ja. Mit den Baustellen im Hintergrund, ja, das ist schon nicht schlecht, ja. Könnt ihr mal bei Mr. Bill drauf gucken? Er hat ja immer das Neueste. Oh, hier. Ah, gut. Aber wie auch hier. Die Gegenstände bewegen sich auch, man sieht's. Das sind wieder die kleinen Details. Es tut sich auch was. Das steht nicht ewig still. Wäre ja auch langweilig. Die ganzen Gebäude im Hintergrund. Das sind Gebäude, die er sich gekauft hat oder diese mit rein. Die gibt's auch wirklich zu kaufen in dem Spiel. Aber bis ich die alle freigeschaltet habe oder mir leisten kann, muss ich noch ein bisschen spielen. Ein bisschen was einfahren. Ist ja so, dass die nicht immer nur Geld kosten, dass die dann einfach auch mal Material kosten, ist ja klar. Was brauchen Gebäude? Scheiben, ja. Brauchst du wieder Glas? Musst du Glas reinfahren? Wir haben schon wieder einen internationalen Zug hier drinnen zu stehen. Es geht heute richtig flott. Achso, wenn ihr jetzt diese Trillerpfeifen habt, wie ich in dem Let's Play davor schon gezeigt habe, diese Züge könnt ihr nicht auswählen, die kommen. Das ist ein Zufallsprinzip. Kann auch sein, dass ab und zu mal ein paar Züge doppelt kommen. Das ist doch egal. Dafür gibt es ja wieder ordentlich Kohle. Money. Die schicken wir jetzt. Denn mal. Ich schicke mal jetzt mal 8 Stunden auf die Reise. Das bringt wieder schön Kohle ein. Sieht man hier 40.000. Kann ich mit leben. Damit habe ich schon 100.000 gemacht. Hier gab es 50. Ja. Etwas über 50.000, grob geschätzt. Knapp 100.000 gemacht. Spricht von alleine. Man kann sich wieder mehr leisten. Gut, bei mir dauert es eine Weile. Ich brauche eher 1 Million, um mir einen Zug zu kaufen. Auch Waggons sind genug da. Also an Waggons wird es mir niemals fehlen. Es gab Zeiten, da brauchte ich einfach mal sehr viel Holz, um die Mission schnell zu machen. Und so habe ich dann alle Züge mit Holzwagen ausgestattet, habe dann so viele Holzwaggons gekauft. Es waren am Ende dann irgendwie 42 Holzwaggons im Lager. Das ist eine ganze Menge. Man braucht eigentlich im Schnitt plus 8, 16 oder 20.
für die internationalen Züge sind, müssen auch immer ein paar parat stehen. Müssen nicht, müsst ihr nicht, aber wäre sinnvoll, wenn das macht. Braucht ihr die nicht immer extra kaufen und verkaufen? Habt ihr die gleich da und nimmt die, baut die an und fertig ist. Habt ihr keinen großen Ärger mit, es ändert sich schon wieder was hier. Ja, haben wir gleich wieder ein paar Missionen gemacht hier. Ah, nur noch 9000, na, das kriegen wir doch noch hin. Warten wir auf den Zug noch und dann machen wir den gleich mit. Man sieht auch hier immer, welcher Zug kommt. Man kann ja einfach bloß drauffahren mit der Maus und weiß, was für ein Zug kommt jetzt. Danach. Man sieht es auch anhand des Symbols, das wird eine Elektrolok sein. Die fahren immer relativ schnell ab. Sind auch schnell zum, die kommen immer schnell zum Stehen. Spart man sich eine Menge Zeit mit. So, haben wir die schon? Nein. Ah, ja, ist fertig. 8 Stunden. Auf geht's. Stunden. War. Der kostet 1,2 Millionen. Ganz schön sehr brachial natürlich. Das war die erste Traumlok, die ich hatte, weil die halt so viel Waggons hat und er ziehen kann. 12 Waggons ist natürlich eine Menge. Auch jetzt in diesem Level noch. Am meisten hast du dann Züge mit 10 Waggons. Und das ist nicht viel, wenn du dann mal angefangen hast, 12 Waggons zu ziehen. So, 8 Stunden ist eingestellt. Muss man nochmal drauf aufpassen, dass das auch eingestellt ist. So, das waren die letzten Loks. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einer neuen Folge. Let's Play Train Station. Bis dahin, macht's gut.